Hi. Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu OMSI 2 in Schwitterberg. Mit dabei immer noch Tobi, der gerade schon mal reingeplärt hat. Hallo! Und ja, wie angekündigt, fahren wir eine kleine Nachtlinie. Und falls ihr euch jetzt fragt, warum hat der Nachtlinien und ich nicht, das liegt an Tobi. Ja, weil der war mal fleißig. Tobi hat auch Nachtlinien. Irgendwann mal Nachtlinien in Schwitterberg gelegt. Nee, ja. Und da fahren wir jetzt die N2 vom Franziskanerviertel nach Mülheimsberg Ost. Nachdem ich die Hilfsfall wieder angemacht habe. So. Und wir waren in der letzten Folge stehen geblieben bei Least Used Stations, die darauf folgenden Jahr keine mehr waren, weil lustige Leute sich zusammengeschlossen haben. Und ich finde, das können wir eigentlich als Aufhänger nehmen, um da weiterzukommen. Ja. Dann war irgendwie eine andere Station, wird dann Least Used. Naja, bei meiner Recherche, das Einzige, was ich gefunden habe, ist irgendwie eine Anfrage vom Landtag oder so, oder von wem auch immer, habe ich nicht ganz herausgefunden, an die Deutsche Bahn zumindest, welches die am wenigsten genutzten Stationen in NRW sind. Die Deutsche Bahn hat erstmal gesagt, warum wollt ihr das wissen? Also typisch Deutsche Bahn. Service am Kunden, ja, man kennt das. Geht euch doch nichts an. Was wollt ihr mit der Information? Hat den dann aber trotzdem eine Liste zugeschickt mit Stationen. Und das ist bei die Liste, aus der du zitiert hast. Ja, richtig. Aber keine Fahrgastzahlen dabei geschrieben. Klasse. Und Hukade Nord hat aber tatsächlich einen Eintrag. Bei Wikipedia. Das ist interessant. Hallo. Schon einen zu weit hier. Besonderes. Dortmund Hukade verfügt noch über einen Haltepunkt Dortmund Hukade, der ist zwar im Westen des Stadtteils. Kurioserweise befindet sich dieser jedoch nördlicher als der Bahnhof Dortmund Hukade Nord. Ja, der hat auch wieder bei der Benennung irgendeinen Praktikanten reingelassen. Achso, Ansagen waren, glaube ich, nicht richtig verlinkt in der Version, ne? Achso, das kann sein. Also nicht wundern, dass es keine gibt, das ist known Bug, aber nichts Schlimmes. Müssen wir jetzt halt mit leben, kriegen wir hin, glaube ich. Aber ich habe auch tatsächlich, um das nochmal von vor zwei Aufnahmen, auf unsere Videos drauf zurückzukommen, tatsächlich dran gedacht, bei Winsenburg, sag ich schon, Dankendorf die Krankenwagen rauszunehmen. Sie warten offensichtlich auf den NE1. Entschuldigung, dass ich Sie gestört habe. Guter Mann. Das geht sogar nicht. Also ich... Bitte? Also ich fände es cool, wenn da jemand eine Liste hat mit Bahnhöfen und wie viele Leute da am Tag besuchen, da im Jahr besuchen, am Tag kann ich mir dann ausrechnen. Ja, du musst im Prinzip eigentlich nur, du musst eigentlich im Prinzip nur genug Rentner finden, sodass du jeder Station einen Rentner zuweisen kannst, die dann die Leute zählen. 7000 Stationen oder so? Ja, das dürfte doch machbar sein, wenn man überalterten Gesellschaft. Ja, ja, stimmt. Und falls jetzt irgendjemand in den Kommentaren erbost kakelt, das war ein Witz. Falls jetzt noch einer erbost kakelt, ne? Ich sehe das. Würde mich auch mal. Nein, die Statistiken sind nicht dafür da, damit ich eine Videoserie von machen kann. Nee, nee. Vergesst es. Würde mich tatsächlich auch mal so für Dortmund interessieren und die DSW-Statistiken.
Mich würde nur interessieren, inwiefern ich die Statistik für den Fienhofenweg verändert habe. So, wie viele Leute steigen tatsächlich in Grevel in den 423er nach Landstrupp um oder sowas? Das fände ich mal ganz lustig. Ich bin jetzt immer noch dabei, das Video zu schneiden oder so. Ja gut, Ding will Weile haben, ne? Okay. Mach mir doch keinen Stress. Ich wollte gerade sagen, das hetzt dich auch keiner. Das ist ja für unsere Arbeitszeit noch früh. Ne, das ist 12:45. Von daher alles entspannt. Die Videos, die ich heute aufgenommen habe, die gehen gleich auch schön entspannt in Renderer. Dann können die morgen hochgeladen und getimed werden und ich die Woche fertig. Bis auf Formel 1. Also falls jemand noch ein paar Stationen aus der Liste wissen möchte, die Nolen und Mecken im Kottenforst. Oh, das klingt auch schon so exklusiv. Und Küntrop. Interessanterweise ist hier bei Lettmatte Dechenhöhle. Ich glaube, das ist diese Station, wenn der RE 16 in Lettmatte geteilt wird, dann hält er noch Lettmatte Dechenhöhle und dann ist er schon in Iserlohn auf dem einen Linienast. Ja, das konnte gut hinkommen. Guten Tag. Hallo. Lutum. Und Krakhammer. Das klingt auch irgendwie alles norddeutsch. Raumland Markhausen. Das nicht unbedingt. Restrup Everswinkel und Birkelbach. Petershagen-Lade. Kirchhundem. Willebert Essen. Hab ich schon mal gehört. Ach. Ehringhausen. und mein neuer Liebling, Würgendorf-Ort. Würgendorf. Würgendorf klingt geil. Das liegt bestimmt bei Würselen. Wobei es im Norden ja auch echt so Dorf- und Städtenamen gibt, da knallst du dich auch weg, wenn du das erste Mal liest. Wir haben mal Urlaub gemacht in der Nähe von Brömsenknöll. Ja. Und dem preisgekrönten Namen Öderquart. Ja, das ist auch also schön. Das fand ich grandios. In Drochtersenhüll, falls das jemand interessiert. Das ist ein ganz nettes kleines Dörfchen, aber halt sehr weit ab vom Schuss. Kannst du aber wunderbar Urlaub machen, wenn du wirklich nichts haben willst. Nur wirklich einfach mal Ruhe. Was viele auch nicht wissen, es reicht bis zur Ostsee zu fahren, um nach Kalifornien zu kommen. Ja. Das liegt direkt bei Brasilien. Am Schöndorfer Strand. Das ist wirklich schön da. Weil der heißt ja Schöndorfer Strand. Ja, ich präferiere halt die Nordsee als Reiseziel, aber das ist ja Geschmackssache. Liegt allerdings auch rein an der Tatsache, dass ich als Kind immer an die Nordsee gefahren bin, nicht an die Ostsee. Was eine rein logistische Entscheidung auch war. Weil es halt einfach 2 Stunden kürzer ist. Hallo. Tag. Wo bist du jetzt losgefahren eigentlich? Am Franziskanerviertel. Ah. Bin jetzt an der Justitia-Gasse. Ach, die Haltestelle, die ich erfunden habe. Richtig. In der Umrichtung Taucherhöhe. Genau, ich habe mir gedacht, da muss der Nachtexpress nicht durchfahren. Nee, nicht. Und dann kriegen die eine Haltestelle vorne vor, dass die nicht so weit laufen müssen. Ja, das ist mitgedacht.
fliegende Fahrgäste. Das wäre lieber ein fliegender Fußgänger. Wenn man mal quer vorm Bus gefahren wäre. So, jetzt können wir die Verfrühung schön am Öfterstedt Busbahnhof absitzen, dann passt der Hase. Ja, ja, war es vor früher. Hab's gesehen. Habe es registriert. Registriert. Oh, in 2 Minuten sind dann die Spuren ein bisschen vor. 2 Minuten streckt dann doch arg. Ach Quatsch. Kann endlos das Play in die Länge ziehen. Nee, das nicht, aber die einzelnen Fahrten muss ja nicht unbedingt aufs auf Teufel komm raus ausgereizt werden. Ja. La la la. Lalelu. Oh. Ah, oh, das ist ein schönes Foto von der Haltestelle, also Preisgürtelgrün. Manchmal habe ich da echt geniale Bilder bei. Bitte? Klingt irgendwie verpixelt, wenn du das so betonst. Oder verzogen. Wackelt, weil der Busfahrer da so schnell vorbeigefahren ist. Sag ich ja. Schon wieder ein fliegender Manni. Mann, Mann, Mann. Wie Manfreds heutzutage, ne? Ganz anderes Kaliber. Fliegen durch Spitterberg? Mhm. Warum bin ich so müde? So müde, so müde, so ausgesprochen müde. Schön, geht der hier. Manchmal muss man halt einfach kurz anstimmen und gucken, ob Leute das noch kennen. Ja, den Jodokus, den muss man eigentlich nochmal ja, gucken. War eigentlich immer eine ganz nette Serie. Das jetzt auch schon mal, also so eine Videoserie, wo man dann wirklich jeden Tag ein Video schneidet, ne? Ist auch was. Kann ich nochmal. Ja, oder du schneidest halt erst und veröffentlichst dann stückweise. Ja, das wollte ich aber auch nicht, die so weit viel später veröffentlichen als ja, dann produziert habe. Ja, verstehe ich. Deswegen werde ich dann einfach demnächst damit gehen, dass ich dann in solchen Fällen alle 2 Tage vielleicht dann nur noch, wenn sowas nochmal kommen sollte, veröffentliche und dann vielleicht längere Videos von mache. Das ist eine Variante. Schönen guten Tag. Weil die Schneidarbeit ist ja effektiv die gleiche, nur halt besser verteilt. Kann sie mir einteilen im Notfall auf 2 Tage. Ja, sag ich ja, besser verteilt. Ja, ja. Ah ja, die schönste alte Stelle in Bochum. Deswegen versuche ich ja immer, meine Videos möglichst schnittfrei zu halten, auch bei den Matheaufnahmen. Wobei das manchmal nicht ganz gelingt. Vielleicht sollte ich die schönste Haltestelle in einer Stadt nicht danach definieren, wo ich sie gerade nachdefiniert habe. War ein absolut sinnfreies Kriterium. Ich lass das lieber. Eventuell besser.
Ich finde es sehr kreativ von der Burgestra, dass sie im Lottental eine Haltestelle Haupteingang Botanischer Garten genannt haben und die nächste Haltestelle Botanischer Garten, obwohl der Botanische Garten dort gar keinen Eingang hat an der Stelle. Einfach nur, weil die Straße dort gerade ist und den Namen der Straße schon als Haltestelle verwendet wurde und die noch einen Haltestellennamen brauchten, haben sie die dann, glaube ich, so genannt. Oh, gibt Schlimmeres, glaube ich. Ja. Lücke in der Pfanne. Was ist in der Wanne? Düppe in der Pfanne. Achso. Klingt irgendwie so. Wenn das Badewasser schon ein bisschen abgestanden ist. Willst du auch noch baden gehen? Nee, da ist nur noch Düppe in der Pfanne. Ich glaube, so ist auch damals dieser Haltestellenname entstanden. Wasser ist nicht mehr frisch, da ist nur noch Düppe drin. Ich merke, wir sind heute wieder produktiv im Gedankengang. Sollten wir da Sachen erfinden. In der Gedankengang ist natürlich auch schön. Muss jetzt nicht sein, oder? Doch. Der musste jetzt raus. Der musste jetzt raus, weil sonst hätte ich, weiß ich nicht, wäre wieder irgendwas implodiert. Jetzt fahren wir gerade in die 2, ne? Also logischerweise zweiter Bushalte, Bussteig hier. Ja, da habe ich mal nachgedacht, ne? Ja, da ist sogar mal was rausgekommen. Ja, nur dass die Bussteige irgendwie genau andersrum nummeriert sind oder so. Weil das die ABCDE heißen und A ist, glaube ich, ganz hinten durch oder irgendwie so. Komm, so in Kleinigkeiten kann man es jetzt nicht aufhalten. Habe ich mir auch gedacht. Wann fahre ich denn hier wieder ab? Das sind nur 5 Minuten. 5 Minuten Pause. Stellen wir mal ein bisschen vor, aber. Ja, das ist halt zur Anschlusssicherung zu den anderen 8 Expresslinien. Ne? Auch das völlig sinnvoll durchdacht. Ja klar, sag ich ist auch von mir. Ja, sag ich ja nichts gegen. Nichts Verspätung, deine Mutter hat Verspätung. So, ne, das könnte ich vielleicht jetzt einfach. Sehen wir noch einen anderen Nachtexpress da hinten stehen, Alter. Nee. Welche da zu sehen sein, ne? Wer bist du denn? Der NE5. Der es nicht geschafft hat zu schildern, aber gut. Ah, hat der vielleicht die Rufdatei nicht? Kann sein, aber er hat ja NE5 geschafft, das reicht halt. Bei mir steht ja auch nur N2, weil irgendwie will der Bus nicht NE schildern. Oder ich habe das falsche Suffix eingegeben, kann auch sein. Ist jetzt alles nicht so dramatisch. Ah, weißt du. Sag ich jetzt einfach mal in meinem jugendlichen Leichtsinn. Ich freue mich stattdessen, dass der Zitaro wieder nicht schaltet. Boah, was ist das jetzt hier? Ja, das ist halt ein Kanterbuck. Jetzt hat er geschaltet. La 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 la. Der Pfeifer hat Lust, hat gerade sehr viel Spaß beim Schneiden, ne? Total. Das ist der leichte Wahnsinn, den man da raushört. Wahnsinn. Nee, warte, ich wollte anders fragen. Was für leicht? Touché. Ja, komm so ruhig rein. Ich habe immer noch keine Kekse. Ich frag mich, wie viele meiner Zuschauer jetzt seit Formel 1 denken, dass mein Nachname wirklich Pfeiffer ist. Ja, muss ja keiner wissen, dass er Dingert ist. Auch ein schöner Nachname. Ja, ich weiß nur gerade nicht, bei wem wir mal Trainer haben. Oder ist das ein Schiedsrichter? Dingert? Christian Dingert? Ein Schiedsrichter, da muss ich ja mal nachgucken. Auf jeden Fall aus dem Bundesliga-Umfeld. Bin ich denn zu doof heute?
pauschale Antwort? Ich möchte keine Antwort. Ich frage halt heute nur. Keine Antwort darauf. Wo ist die Frage? Ich respektiere das. Das ist neu. Für den Moment akzeptiere ich das. Das klingt schon eher nach dir. Ja, man muss sich auch selbst treu bleiben. Ja. Das stimmt. Ich habe ja quasi schon die nächste Videoserie geplant. Da haben wir ja schon mal was gemeinsam. Wow. Ja, aber in dem Fall für den Mathe-Kanal. Da brauche ich ja mal ein bisschen mehr Vorlauf. Warum driftet der Bus? Hallo? Bus? Mach mal nicht. Warum hat der Bus denn jetzt so arg gedriftet? Alter, verdammt. Ich sag's dir, hier passieren nur Sachen. Ja. Und zwar habe ich ja vor, fürs Wintersemester tatsächlich mal so eine Art Vorlesungsformat durchzuziehen. Bin da gerade fleißig am Vorbereiten. So, nebenbei in der wenigen Freizeit, die mir im Moment bleibt. An der Stelle aber auch gerne. Eine Kurzstrecke bitte. Kurzstrecke, viel schön. Länger lohnt auch nicht, sind nur noch zwei Haltestellen. Wir hatten eigentlich hier diese preisgekrönte Markierung für die NE2 Haltestelle direkt in den Tunneleingang Ausgang geklatscht. Den erwische. Bitte? Nix. Fährst du in die andere Richtung? Hm? Du fährst du in die andere Richtung? Ach so, weil ich die auf so eine schöne Höhe gemacht habe. Richtig. Damit man die auch sieht, wenn man durch den Tunnel gefahren kommt. Ja, gut, Punkt für dich. Form follows function. Ich erkenne da einen Grundsatz. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich das gemacht habe. Wahrscheinlich aus eben jenen Sichtbarkeitsgründen. Ja, nee, ich meine, warum da die Haltestelle so ist, warum der Nachtexpress unbedingt dort und noch um die Ecke halten muss und nicht da, wo der normale Bus auch hält. Das weiß ich ja irgendwie auch. Genug andere Nachtexpresslinien. Ich wollte einfach irgendwas Cooles, Besonderes machen. Ja, fällt auch nicht negativ auf, also so ist nicht. Jo, meine lieben Kinder. Wir sind da. Sehr gut. Finde ich auch. Und in diesem Sinne, ja. Ich glaube, wir sind auch soweit gesprächstechnisch durch gewesen, ne? Ja, ja. Und da haben wir einen schönen Cut. Und dann bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, wie immer, ihr hattet ein bisschen Spaß. Hatte ich. Wunderbar, zumindest schon mal einer hatte den. Also kein Gruppenzwang, ne? Aber besser, ihr hattet Spaß. Und in dem Sinne, ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Macht was Schönes. Nutzt das Wetter aus, wie auch immer das ist. Und in dem Sinne, tschüssikowski. Ciao.